Das war unsere, oder? Nope. So, willkommen zurück zu Marvade 6. Zu Marvade 6. Auch Wario begrüßt euch herzlich in diesem Part. Und wir wissen alle, was da vorne auf uns wartet. Wir wissen alle, was da unten auf uns wartet. Und wir wissen alle, Marios Feld ist eindeutig angenehmer. Dass wir unsere Kapsel verlieren, ist eindeutig angenehmer, als dass wir die Hälfte unserer Münzen verlieren. Mario, gönn dir ruhig mal einen Steinblock. Wir führen irgendwo hin. Stell damit an, was du willst. Hauptsache, ich verliere nicht die Hälfte. Ah, jetzt kennen sie sich alle die eigenen Sterne. Ich glaube, ich habe ihn nicht mehr. Ich bin glaube ich nur zweimal drauf gelandet. Ich glaube, Mario jetzt schon das dritte Mal. Toad hat nicht mal 5 Münzen, um gratis Münzen abzustauben. Das ist natürlich belastend. Dafür hat Mini Bowser mehr als genug. Den müsste man mal Münzen abknöpfen. Eine Pauke-Prügelei. Kann man gewinnen, ist aber sehr schwierig zu gewinnen. Müsste gleich da den Dreier. Jo, hallo. Alter, ich war einfach so gestunt. Ich schon wieder voll daneben hau. Und dann, ich treffe ihn einfach nicht. Wo schlag ich bitte hin? Ich habe gerade auf Mario geguckt und dachte mir so, yes, ich bin eins vorne. Auf einmal sehe ich mir die Mose 36. Alles klar. Was hackt der Typ? Irgendwo einen goldenen Poké erwischt oder was? Oh yes, Piranha! Und ich kann mir trotzdem noch für den Honey 5 Sterne gönnen. Und nächste Runde dann auf das rote Feld legen. Natürlich! Da gönnt man sich. Man gönnt sich ja sonst nichts, meine Freunde. Ich würde jetzt mal sagen, 11 Sterne sind mein. Oh yeah. Easy wie der Erste. Eine wichtige Piranha-Kapsel für die nächste Runde. Ah, für den 20er auch eine Kugel Willi. Oh. Da will mir jemand etwas Böses. Oh, der Mini-Bowser. Todwürfel genau eine 4. Perfekt. Besser kann man diese Falle nicht auslösen. Nachdem man sowieso da hätte stehen bleiben müssen. Oh ja.
Mini Bowser kommt nicht weg von dem Kugel Willy. Und wieder Blasebalg. Was wir zu dritt leider jedes Mal knapp nicht gewinnen. Das war unsere, oder? Replay, das war unsere, eindeutig. Nope. Das werde ich dann wahrscheinlich erst dann im Nachhinein erfahren, wenn ich es fertig gecuttet habe. Aber ich war mir doch sehr sicher, dass eigentlich unsere war. Oh, kriegt er da Toad, oder? Mich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie weit Toad vorne ist. Ah, es geht sich nicht aus. Einfach nur das nächste rote Feld. Gönnt er sich ein 20 von Mini-Bowser? Ein Feld. Um ein Feld war Toad safe. Und kriegt noch eine Piranha. Hat lange auf dem Feld, wo seine Piranha drauf war, mal. Die habe ich Gott sei Dank schon außer Gefecht gesetzt. Gönnt er sich wieder seine Gratismünzen? Kann man nichts zu sagen. Mario auch im 1 gegen 3, was macht er? Den Wackelkasten wieder. Gut. Leicht verfinge ich diesmal nicht. Vielleicht sterbe ich gleich am Anfang. In diesem Minispiel kann wieder mal alles passieren. Vor allem kommt es einfach darauf an, was er am Anfang macht. Wenn er gleich nach unten geht, bin ich tot. Nein. Wow. Yes, ich hab's überlebt. Zweiundzwanzig, sehr schön. Ich kann mir theoretisch wieder einen Stern leisten. Kommt halt nur darauf an, wie viel er in der Nacht kostet. Okay, ich kann mir da mal keinen Stern leisten. Die Gumba Bank, ja, eine kleine Doni für Mario, ein Fünfer haben wir.
Das ist kein Problem. Können wir schon ein bisschen was abgeben? Sind wir ja nicht zu geizig. Wenn der Stern gerade 40 Münzen kostet, könnt ihr da ruhig alle Geld da verprassen. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Oh, Toad schießt auch sein Piranha-Feld da in die Richtung. Jetzt wird es gefährlich dort. Die Chance auf 3 Sterne. Na dann viel Glück, Toad. Dir will ich's sogar vergönnen, du bist eh letzter. Und als Bestrafung noch auf das rote Feld drauf. Was sollst du da machen? Was sollst du da machen? Gegen 15. Nee, bei Nacht. Ich hasse das Spiel bei Nacht, das ist lächerlich. Schnarchpelz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wird mir sowieso nichts bringen. Von dem her. Genau, würfel ich mal eine 2. Das Feld ist safe, das habe ich bereinigt. Da geht er nicht hoch, weil das wäre mein Feld gewesen da oben. Ein Piranha-Feld saved gerade, dass die Leute Richtung Stern gehen. Ja, das wäre auch mein Feld gewesen. Das ist sehr gut. Luftkissenbomber. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was das war, aber. Ach, das. Nee. Das kann ich nicht. Es ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ja, bis ich da.
Ja. Ja, ich komme da mit der Steuerung null klar. Dieses Lenken ist so komisch. Dass man einfach geradeaus fährt. Nein, man gleitet mit Link, mit L nach links, mit R nach rechts und fährt trotzdem doch mit dem. Es ist eine komische Steuerung einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es wäre ein rotes Feld. Hier unten wäre es der Twomp auf jeden Fall. Das heißt, gehen wir da nach unten hin. Gucken, was die Kapselhütte so für mich bereithält. Noch eine Piranha! Yes! Dann lassen wir sie ja gerne zerstampfen. Mit dem Goldpilz safe, dass ich hier drüber. Eine 2, 7 und eine 1. Schade. Na, dann kommen wir zum Stern. Oh, oder er fährt nicht zum Stern. Er glaubt, er kann 1 aus 3 gewinnen. Also, mit einem Stern 3 Sterne gewinnen. Dann versuch es mal, wenn du es glaubst. Das heißt, nach dieser Aufnahme muss ich die Aufnahmesession eh wieder beenden, weil ich dann weg muss. Das heißt, dann im nächsten Part werde ich wieder. Vielleicht werde ich heute Abend vielleicht nochmal einen Part aufnehmen. Dann weiß ich wenigstens noch ein bisschen was. Ansonsten wird der nächste Part halt wieder im nächsten Jahrhundert stattfinden und ich weiß einfach gar nichts mehr. Aber ja, gucken wir mal. Mario hat auf jeden Fall seinen Stern nicht gefunden, finde ich sehr gut. Gibt keine Bonussterne hier für ihn. Gibt hier nur ein Bowserfeld, was mir nicht viel anrichten kann. Ich habe 3 Münzen. Wenn ich die drei Münzen verliere, nicht? Bowser Revolution wäre jetzt einfach perfekt. Ja, Minispiel, verlieren alle die Hälfte ihrer Münzen. Ja. Also. Die Grube des Schreckens, ja. Das Minispiel ohne irgendwie Druck zu haben, ist ganz lässig. So finde ich das Spiel eigentlich ganz geil, aber mit Druck verkacke ich es halt gerne mal. Wenn ich keinen Druck habe, dann funktioniert das Game eigentlich meistens ganz gut. Okay, das war nicht möglich. Das war nicht mehr möglich. Er hat uns einfach alle. Die Kugel rollt einfach immer noch. Alles klar. Das war nice. Er hat uns einfach alle. Wie viel Bowser hat er einfach? 190? Oh, alles klar. Ich habe eine Münze. Oh man. Ach, nicht das schon wieder.
Ich habe hier wieder die tolle Auswahl. Ich gewinne hier nicht. Tot gewinnen diesmal. Schade, schade, schade. Na, na, na. Auch Miniboss schafft es nicht. Ah, auch knapp daneben. Aber knapp daneben ist auch vorbei, ja. Man kennt's. Auch Miniboss geht nicht Richtung Stern. Ist ihm eindeutig zu teuer. Ich meine, mir sowieso, ich habe eine Münze. Und wir haben wieder eine lichte Brise. Ich kann wieder meinen Trick von vorhin ausprobieren. Der hat ganz gut funktioniert. Okay, ich hab's immer komplett verkackt. Alles klar, ich. Hat diesmal nicht so funktioniert, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte. Aber gut, macht ja auch nichts. Vielleicht eine Runde haben wir eigentlich. Ich glaube, wir haben noch ein paar Runden vor uns. Ja, 37 haben wir. Und wir haben hier eine Piranha-Kapsel. Das ist Piranha und Goomba und Piranha. Und Toad seine Piranha nehme ich jetzt nicht mit. Ich nehme eher Mini-Bosses Piranha, der soll meine Münze kriegen. Damit er wenigstens 99 hat. No, God, please, no! Meine no! Münze. Das ist lächerlich. Ach, Mario zieht natürlich komplett durch. Muss da natürlich mal dezent los. Fährt gekonnt über meine Felder drüber. Gönnt sich zwei Sterne, aber der war eh zur Zeit letzter. Dem war kein Problem. Hat da 10 Sterne. Da kann mir aus Marios Seite noch nichts passieren. Bei den anderen weiß ich nicht. Wenn die alle drei hey, irgendwie schon nahe am Net dran ist. Ja, Toad mit 7. Wenn der alle drei Bonussterne kriegen würde, würde er gewinnen, weil ich zurzeit weniger Münzen hätte. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir sind hier noch sehr weit entfernt vom Ziel. Vor allem, wenn Mario schon wieder ein Duell gegen mich um einen Stern macht. Sieht das Ganze schon anders aus. Und es geht wieder um die Schicksalsstricke. Wir wissen alle, was die letzten Male passiert ist. Sowas kann man nicht vergessen, auch wenn das schon ein Jahrhundert her ist. Aber ich bleibe bei meinem Grün. Ich vertraue darauf. Nein!
Mario das Feld getroffen. Sonst hätte ich gewonnen, aber Mario hat das Feld getroffen. Das ist. War unfair. Einen Stern abhängig von der Glücksmini-Spiel zu machen, ist. Belastend. Himmelsstürmung. Per Tag ist es fast unmöglich zu gewinnen. Bei Nacht ist es möglich, aber am Tag ist das natürlich ein bisschen was anderes. Ja, ich verkacke wieder den Sprung und damit kann ich schon nicht mehr gewinnen. Ja, sind schon alle mindestens eine Wolke über mir. Ja. Keine Chance. Wenn du einen Sprung verkackst, die machen alles perfekt. Nach oben machen die alles perfekt. Einen Sprung, den ich verkackt habe, und den habe ich verloren. So, letzte Runde, oder? Nein. Immer noch ein paar. Ja. Gehen wir da nach oben. Gehe ich in den Goomba-Bank. Sehr schön. Kann ich die auch hier oben platzieren? Gönnt er sich einen Pilz, gönnt er sich 10 Münzen. Puh. Ja, vor Tod ist weit und breit keiner. Und er probiert wieder das Hütchenspiel. Das dauert nicht so lange, da gehe ich mal kurz aufs Spiel. So wie ich das gehört habe, hat Toto sie wieder verkackt.
genau. Das zu gewinnen ist auch wieder. Den Unterschied gesehen. Yes! Yes! Easy! Als ob! Dann gewinne ich so ein Minispiel, oder was? Wo es auf Reaktionszeit geht, die ich überhaupt nicht habe. Alles klar. So, dann setzen wir die Gummibank da mal hier hin auf das Feld, wo Toad war. Und ich verliere entweder die Hälfte meiner Münzen oder meine. Was für eine Kapsel habe ich eigentlich? Meine Schnarchpilzkapsel. Nachpilzkraft will ich nicht verlieren, meine 13 Münzen sind mir scheißegal. Also, da kannst du ruhig 7 Münzen davon haben, Minimosa. Dann bist du mal dreistellig. Viel Spaß damit. Das ist sehr nett von dir, Toad, dass du mir die Hälfte deiner Münzen gibst. Es wäre zwar nicht nötig gewesen, aber es ist sehr, sehr nett von dir. Ich glaube, der Goldpilz bringt ihm jetzt auch nicht viel. 9. 9. Puh, das hätte fast sehr viele Münzen gegeben für ihn. Räumt er jetzt den Jackpot ab? Nein, holt sich maximal 10 Münzen. Ja, und selbst die holt er sich nicht. Sehr schön. Ja, Fettfinger da mit den Münzen, die ich ihm gegeben habe. Und da geht er nicht runter, weil das wäre mein Feld gewesen. Da wollte er mir nicht die Hälfte seiner Münzen abdrücken. Oder wäre es meine Gumba-Bank gewesen, ich weiß nicht, wo genau er drauf gelandet wäre, aber auf einem meiner drei Felder auf jeden Fall. Es hat noch kein Bot hinbekommen. Weder auf leicht bei Tag noch auf schwer bei Nacht. Jetzt haben sie es jedes Mal verkackt. Das ist echt interessant. Sie das zwar jedes Mal machen, aber auch jedes Mal verkacken. Ein Achtelsprung, ja. Mal gucken. Ob ich das gewinnen kann? Ja. Ah.
Ja. Ich spring die ganze Zeit auf. Ja, als ob du so einen massiven Jump zu mir rüber machst, Junge. Ich komm nicht. Die springen höher als ich, oder was? Ja. Zum Schluss habe ich noch ein paar Punkte gesammelt, aber viel zu wenig. Ich kam am Anfang überhaupt zu keinem einzigen. Jetzt zum Schluss habe ich noch so 3-4 Punkte gemacht, aber. Das war dann auch zu wenig, wenn Mario schon 14 hat. Dann sind wir hier wieder bei Nacht. Der Stern führt einen 10er. Ist jetzt natürlich interessant. Und ja, eine Runde haben wir noch von den letzten 10. Das heißt, ich will 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die nächsten 10 Felder sind alle safe. Sofern ich über die ersten 4 drüber komme. Das war gerade knapp. Und Gott sei Dank, wie viel Mario? Nur eine 4, kommt mir nicht hinterher. Sondern. Darf mir erstmal bei der Gummibank was zurückzahlen? Ich war auf seiner, er jetzt auf meiner. Ernsthaft? 3 geht auch? Ich dachte 5 wäre das wenigste. So. Mario ist echt sehr geizig, was das angeht. Toad gönnt sich einen Stern wenigstens, das verbilligt wurde. Kann sich wenigstens einen leisten. Sie werden wahrscheinlich im nächsten Part dann interessante 10 Runden, in denen noch vieles passieren kann. Bei sowas, ja. Vor allem bei sowas. Bowsers Minispiel. Die Hälfte der Münzen. Und wieder die Grube des Schreckens. Ich meine, gut. Ich habe jetzt 29, das heißt, wenn ich mir 15 abziehe, habe ich immer noch 14. Das heißt, ich kann mir dann halt nur einen Stern statt 2 leisten, aber das ist eh egal. Mini-Bowser muss halt auf jeden Fall drauf gehen. Und das macht er auch. Wow! Er wirft gleich beide ein! Nice! Das ist perfekt! Es ist nur Mini-Bowser verreckt! Genau der, den es treffen musste! Wir alle anderen drei haben hier keine Münzen. Oder fast keine. Das war ein perfekter. Der Mario hätte auch noch treffen können, 38, aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Mini-Bowser keine 9 Sterne kaufen kann. Auch wenn 5 das Maximum ist, aber. Bahnbrecher. Bin ich alleine? Ich habe gar nicht geguckt, aber ich glaube, ich bin alleine, oder? Ja, ich bin wieder alleine. Das habe ich vorhin auch gewonnen. Ich würde sagen, wiederholen wir das Ganze einfach nochmal. Okay. Der Ball drängt mich einfach komplett ab.
Wow! Wow! Ho, ho. Foto-Finish, also ich habe kurzzeitig auf die andere Seite geguckt. Holy shit! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eine 10 saved mich nicht, da kann ich das Mirakel fehlt, aber wenn ihr 9 würfel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich eine 9 würfel, bin ich schon mal sehr gut dran. Ich würfel einfach mal eine 9. Dann probiere ich mal, ob ich bei Nacht das hinkriege. Die Bots haben es bis jetzt jedes Mal verkackt und ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch fast nie mitgekommen. Bei Nacht, aber wir riskieren mal. Der Stern startet da rechts oben. Gut. So, erstmal konzentrieren. Fokussieren und los. Ich hab keinen Plan. Nee, ich komm da auch nicht mit. Geh mir zu schnell. Nicht gesehen. Piranha-Pflanze? Jo. Perfekt. So, dann ist diese Runde auch das letzte Minispiel, ne? Ja, das letzte Minispiel. Es wäre eigentlich schon vorbei gewesen, aber jetzt haben wir die Runde schon angefangen. Jetzt machen wir die natürlich auch noch zu Ende. Und dann geht's im nächsten Part hier weiter. Natürlich sind in den Kapseln genug drin. Natürlich würfel er auch genug. Ah, das ist jetzt der kurzzeitige Führungswechsel sogar. Weil ich habe nur 8 Sterne, da ich jetzt einen verloren habe, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin jetzt kurzzeitig Zweiter. Halt nur so lange, bis ich in nächster Runde die Sterne kriege. Und hoffentlich nicht zu wenig würfel. Das wäre natürlich belastend. Richtig belastend. Aber das sehen wir dann natürlich erst im nächsten Part. Es gibt noch ein Kassenspiel zu machen. Natürlich, ich habe ja auch die meisten Münzen. Danke dafür. Gleich um 50, oder? Damit's. 10 kann sich wenigstens fast jeder leisten. Die beiden wollen Teleturner. Ich möchte sein, will es auch. Auch wenn ich Stempelbänder nicht habe, aber ich will irgendwie safe Münzen haben. Und bei Teleturner weiß ich, bin ich beim letzten Mal Zweiter geworden. Ich weiß, es wird extremst schnell zu Ende, aber ich glaube, den zweiten Platz kriege ich wieder safe.
so ein Idiot. Und wer natürlich letzter. So extremes Karma-Casino. Gut, das war's aber diesmal wirklich für diesen Part. Also, bis dann und auf Wiedersehen.